so viel! Ja, so viel! Denke ich mir, boah, wie viel ist denn wahrscheinlich? Stell dir mir schon vor, was der alles isst! Meint er uns gerade? Mich wahrscheinlich. Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitale Tomaten-Nomaden. Es scheint die Sonne, es ist trotzdem ein bisschen kalt. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg. Müssen wir hier schon rein? Nein. Ich glaube schon. Ja? Nein? Ich glaube noch weiter. Wir sind gerade auf dem Weg zum Radisson Blue Hotel. Das ist nämlich ein Event von Karl S. Und da gehen wir mal hin und gucken mal, was der so krasses von uns das macht. Wir werden uns ein bisschen rekrutieren lassen für ein bisschen Proteinpulver, richtig, genau. Weil wir machen ja alles für Geld bisher. Wir müssen ein bisschen die Kohle aufbessern, deswegen. Genau. Gucken wir jetzt uns mal an, wie man einfach Penispuppen verkauft. Wir sind natürlich wieder viel zu spät und haben keinen Plan, wo wir hin müssen. Lass mal reingehen. Man muss die Sache schon ein bisschen ernster nehmen und so weiter. Das ist geschafft. Kontrastprogramm. Die du mehr rausholen könntest. Das war noch nie so einfach wie heute. Vor 100 Jahren gab es keine 19 Euro pro Monat Gyms. Mit all den neuen Geräten. Es gab kein Internet, wo man sich die ganzen Informationen kostenlos holen kann. Es gab keine Bioläden, wo man das ganze Essen nicht reinziehen kann. Keine Nahrungsergänzungsmittel, Shakes und so. Es gab es alles nicht und trotzdem gab es aber Leute, die es geschafft haben, sich einen richtig guten Körper rauszubauen. Heißt, man muss sich mal vorstellen, dass wenn man das jetzt heutzutage nicht schafft, wie wäre man denn dann früher geendet? Ich kenne so viele Leute, die glauben, sie wissen schon alles und haben nichts am Start. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich stehe jetzt hier mit 25 und sage, boah, ich habe noch so viel zu lernen. Und es gibt so viele Leute, denen ich zuhöre. Und es gibt so viele Fehler, die ich gemacht habe, die ich noch besser machen kann. Und es gibt so viel, was ich noch wissen will. Und ich kenne Leute, die hocken da in meinem Alter, haben noch nichts auf die Reihe bekommen und denken, die wissen alles. Denken, oh, ich brauche doch nicht dies und ich brauche doch kein... Ich gehe alle paar Wochen zu irgendwelchen Seminaren, zu Vorträgen, ziehe mir Sachen rein und die hocken da dran, unzufrieden mit sich selbst und ihrem Leben und sagen, oh, ich brauche keine Vorträge, das ist alles scheiße, ich brauche keine Bücher lesen, das ist immer der gleiche Quark oder drin steht. Und mir so, was läuft bei dir eigentlich? Schau, dass du vielleicht deine Marketingstrategie nicht amerikanisch machst, sondern eher deutsch. Ja, geh nicht auf dieses Ami-Ding, musst ein bisschen aufpassen und so. Hör ein bisschen mehr deinem Vater zu, wenn er dir sagt, dass dir die Dinge in Deutschland nicht gut ankommen. Also es gibt schon ein paar Sachen. Aber die Sache ist die, selbst wenn ich jetzt 100 Millionen auf dem Konto hätte, ich muss trotzdem das Ding hier so machen. Das ist ja geil, weil es mir Spaß macht. Ich muss trotzdem Fitness machen, ich muss trotzdem Fitness, alles genau gleich machen eigentlich im Endeffekt. Alles genau gleich machen. Und deswegen denke ich, dass es auch jetzt viel erfolgreicher wird und auch noch werden wird, als alles andere zuvor. Einfach mal den Kopf ausschalten und einfach mal sagen, hey, weißt du was? Ich gebe einfach, ich vermittle dir jetzt einfach mal das Geschäft und ich mache dir jetzt den Gefallen. Und ich gebe dir die Informationen weiter und ich gebe einfach und es kommt irgendwann schon zurück. Das Universum, das Karma, wenn ich positiv bin, wenn ich gebe, wenn ich Leuten helfe.
Ich wollte erst nochmal kurz Danke sagen für das geile Event heute. Also hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ja, hey, mega geil, dass es gefallen hat. Und das Geilste fand ich jetzt unsere Runde gerade am Ende. Und deswegen wollte ich dich nämlich mal fragen, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, kein Content mehr in diese Fitnessrichtung zu machen, sondern so wie Tony Robbins solche Dinge zu machen. Weil ja, ich glaube, darin bist du super gut. Bin ich am Arbeiten dran. Alles klar. Und ansonsten war's das. Vielen Dank, ja. So, KLS-Event ist vorbei und ich muss einfach mal sagen, ich bin richtig, richtig geflasht. Ich habe, als wir da hingegangen sind, ich bin ehrlich gesagt nicht mit allzu hohen Erwartungen reingegangen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er so ein cooler Typ auch in echt ist. So, ich habe immer so ein bisschen Zweifel, in den Videos so, das ist ja irgendwie ganz lässig, aber wer weiß, wie er irgendwie so in echt ist. Und man hört ja so verschiedene Geschichten über ihn und man, ja, es wird sich ja irgendwie der Mund zerrissen. Da dachte ich, okay, ich gucke aber mal, wie er in echt ist. Und jetzt? Ich muss sagen, ich bin ein Fan auf jeden Fall. Er ist echt eine richtig, richtig, richtig coole Persönlichkeit, die super, super authentisch ist und die einfach, obwohl er jetzt schon echt krassen Erfolg hat und das Ding durch die Decke geht und alles sich Bomben entwickelt und er das fette Business am Start hat und viel Kohle verdient und die Welt verändert und alles mögliche geile Sachen macht, ist er trotzdem ein ganz, ganz normaler Mensch. So, man konnte sich ganz normal mit ihm unterhalten und es war einfach super, super natürlich. Und deswegen möchte ich das als Anlass nehmen und mal meine drei größten Learnings von diesem Event so ein bisschen zusammenfassen. Oder beziehungsweise nochmal kurz, um eine kleine Einordnung zu geben. Also es war so, am Anfang hat er was erzählt zum Thema Ernährung, dann zum Thema Training, dann zum Thema Regeneration und als letztes ging es so um das Thema Business, Persönlichkeitsentwicklung, um seine eigene Story und so weiter. Genau. Und ich muss sagen, der letzte Part war natürlich der, der mich am meisten interessiert hat und das war auch der, warum ich dort war und der hat mich da auch, das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen und die anderen Leute waren auch sehr, sehr begeistert. Es kamen super viele Fragen und ja, was ich auf jeden Fall von ihm gelernt habe, ist, wer anders sein will, muss andere Dinge tun. Denn es gibt einfach so viele Leute, die sagen sich so, Mensch, so einen YouTube-Kanal zu haben, das wäre geil. So ein Online-Business, das hätte ich auch gern. Oder irgendwie so fit zu sein und so muskulös zu sein, das wäre doch eigentlich geil, das wäre ich auch gerne. Und dann kommen sie aber einfach nicht ins Handeln. Sie tun nicht die notwendigen Dinge, die einfach wichtig sind, die einfach unerlässlich sind, um die Ergebnisse zu erzielen. Denn vom Wünschen einfach mal so, da passiert halt nichts. Du musst die Dinge tun. Und wenn du einen YouTube-Kanal aufbauen willst, dann musst du halt einfach die Videos machen und dann musst du halt einfach üben und dann musst du halt einfach in die Interaktion gehen. Und dann musst du dich halt auch einfach am Samstagabend abends um 11 nochmal hinsetzen und nochmal 2 Stunden YouTube-Kommentare beantworten. Das gehört halt einfach dazu. Und wenn du einfach fit werden willst, dann gehört es auch dazu, dass du dir morgens um 5:30 vor der Arbeit einen Wecker stellst, um dann auch ins Gym gehen zu können. Das ist halt einfach mal so wichtig. Leute, wenn ihr nichts macht, dann kommt nichts. Ihr könnt die tollsten Träume, die tollsten Ideen, die tollsten Pläne haben, aber wenn ihr sie nicht umsetzt, nützt es überhaupt gar nichts. Gary Vaynerchuk sagt immer, Ideas are worthless, execution is what matters. Und das trifft es so auf den Punkt. Tolle Ideen sind einfach gewöhnlich. Das ist einfach nichts Besonderes. Jede Idee, die du irgendwie haben kannst, die hatte schon mal irgendjemand. Da kannst du sowas von sicher sein. Das Ding ist aber, dass viele Ideen einfach nicht umgesetzt werden, weil Leute sich denken, so, oh, ich habe jetzt so eine tolle Idee und bilden sich was darauf ein und denken, sie hätten es jetzt geschafft. Aber letztendlich kommt es auf die Umsetzung an und es kommt auf die Dinge an, die du dafür tust. Und ja, Karl hat gesagt, als er angefangen hat mit dem Fitness-Ding so, da hat er halt einfach in der Mittagspause, wenn irgendwie seine Kumpels einfach sich den Döner geholt haben, da hat er dann irgendwie, gut, da war er jetzt noch nicht so unbedingt auf dem richtigen Weg, aber da hat er sich einfach sein Sandwich ausgepackt mit dem fetten Hühnerbrust und hat sein 500 Gramm Paket Magerquark gelöffelt. Es hat zwar nicht geschmeckt, aber er wusste, das muss er machen, um da Erfolge zu sehen. Gut, jetzt ist er eher irgendwie bei Linsen, Erbsen und Reis und Brokkoli unterwegs, was ein bisschen besser ist auf jeden Fall. Aber ja, das gehört halt einfach dazu, nicht einfach die Dinge zu tun, die dich zu deinem Ziel führen und nicht irgendwie das zu tun, was jetzt irgendwie gerade mal angenehm wäre und sich vom schönen Ziel zu träumen, sondern einfach die Dinge zu tun, die dich näher an dein Ziel bringen. Und das ist einfach super wichtig. Nächster Punkt, der bei mir auch nochmal einiges in Gang gesetzt hat, ist,
du bist nie fertig mit Lernen. Er hat das war auch einer meiner Lieblingsmomente von dem ganzen Ding auf jeden Fall, dass er gesagt hat, so, er ist jetzt super weit und hat richtig, richtig viel schon geschafft und richtig, richtig viel schon auf die Beine gestellt. Aber trotzdem hat er gesagt, fühlt er sich jetzt gerade so, als ob er noch viel, viel mehr wissen und viel, viel mehr lernen will als jemals zuvor, auch als am Anfang. Aber er war ja noch überhaupt gar nicht so weit. Aber jetzt, das ist dieses schöne Ding, wenn du dich in eine Richtung bewegst und wenn du in ein Thema reingehst, dann weißt du am Anfang noch gar nicht, was alles so möglich ist. Du weißt quasi gar nicht, was du alles nicht weißt. Und je weiter du reingehst, desto mehr entdeckst du, oh, da kenne ich mich ja nicht aus und da kann ich mich noch weiterbilden und da kann ich Seminare besuchen, dazu kann ich Bücher lesen, da kann ich noch mit anderen Leuten quatschen, da kann ich einfach noch mich weiterbilden. Und das ist so wichtig, du bist niemals fertig. Und wenn du nämlich beschließt, fertig zu sein, und wenn du sagst, so, okay, das reicht mir jetzt bin ich fertig mit Lernen, dann kannst du eigentlich auch sterben gehen, weil dann ist das Leben halt einfach mal vorbei. Das Leben ist dazu da, dass man sich weiterentwickelt, dass man Dinge macht, die einen erfüllen, dass man sich immer wieder challenged, dass man sich aus seiner Komfortzone heraus begibt, dass man einfach Dinge tut, die einen so ein bisschen herausfordern und die einen aber weiterbringen. Und das hat er nämlich erkannt und er hat nämlich gesagt, ja, Leute, wenn ihr was erreichen wollt, dann müsst ihr einfach lernen, dann müsst ihr euch weiterbilden, dann müsst ihr Dinge tun, die auch vielleicht ein bisschen unangenehm sind, die euch einfach aber immer wieder challengen und dafür sorgen, dass ihr euch weiterentwickelt. Und das ist einfach super, super wichtig. Deswegen bin ich auch einfach so ein riesiger Fan. Ich mache jetzt zur Zeit gerade Schwächels, dann muss ich auch wieder ein bisschen ranklotzen, jede Woche ein Buch, aber jetzt habe ich gerade mir Robert Greene Mastery aufgeladen und es geht halt einfach mal 27 Millionen Stunden und es stagniert ein bisschen. Im Moment ist dann nicht meine höchste Priorität, aber ich werde da wieder rangehen, versprochen auf jeden Fall. Ich liebe es einfach, mich weiterzubilden und neue Dinge zu lernen und mir abends als Unterhaltung, als Chill-Out am Abend mir einfach Business-Videos reinzuziehen oder irgendwelche coolen Hörbücher oder irgendwelche coolen Podcasts, weil ich es einfach liebe, mich weiterzuentwickeln. Und das ist meiner Meinung nach echt der Schlüssel zum Erfolg, dass man immer hungrig bleibt und dass man immer sich weiterentwickelt. Und Punkt 3, den ich auf jeden Fall echt sehr, 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 sehr nice fand, ist, ich habe ihm nämlich die Frage gestellt, ihr habt gesehen, ob er denn nervös ist vor solchen Events. Er hat jetzt schon so ein paar von denen gemacht auf jeden Fall, aber ob er trotzdem am Anfang nervös ist. Und hat er gesagt, er ist eigentlich gar nicht so nervös. Und da dachte ich erst so, wow, okay, das ist ungewöhnlich. Die meisten anderen Leute, die irgendwie was vor einer Bühne machen, die sagen, dass sie schon am Anfang richtig, richtig nervös sind und auch später, dass auch noch immer nervös sind und das einfach immer wieder was Ungewohntes ist. Und er hat aber gesagt, das ist bei ihm eigentlich gar nicht der Fall. Für ihn ist das recht normal, weil er sich halt nicht als Guru sieht. Er hat nicht den Anspruch, da jetzt die Stage zu rocken und allen Leuten das irgendwie das Leben zu verändern und irgendwie da jetzt eine fette Performance abzuliefern, sondern er sieht das eher als Community. Er sieht das als großes Ganzes, als Leute, die sich gegenseitig supporten und die auch Verständnis haben. Es kam auch zwischendurch eine Frage und da kannte er sich nicht so aus und da hat er auch einfach ganz klar gesagt, so, das ist ein Thema, womit er sich bisher noch nicht so beschäftigt hat. Und das fand ich super gut, weil da gehört halt auch einfach mal der Mut zu. Leute zahlen, um zu seinem Vortrag zu gehen und erwarten dann von ihm auch, dass er sich halt auskennt und dann kommt ein Thema und dann kennt er sich nicht so aus und das auch einfach zu sagen. Und das für mich ist das völlig in Ordnung und da denke ich auch nicht so, Mensch, das ist jetzt aber nicht so kompetent, sondern ich rechne ihm das hoch an, dass er dann auch den Mut zu hat und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Gebiet so, da recherchiere ich nochmal nach vielleicht. Und dann ist nämlich jemand anderes reingesprungen aus dem Publikum, der kannte sich damit aus und der hat dann die Frage beantwortet. Und das fand ich echt eine super, super gute Sache, dass man auch für die Leute, die jetzt mit dem Gedanken spielen, einen YouTube-Kanal zu machen und da jetzt noch so ein bisschen ängstlich sind, ein bisschen unsicher sind, Leute, macht euch nicht so viele Gedanken darüber, dass ihr noch nicht alles wisst. Ihr werdet eh nie an diesen Punkt kommen, dass ihr perfekt vorbereitet seid. Macht es einfach und wenn euch Leute Fragen stellen, zu denen ihr keine Ahnung habt, dann sagt es halt einfach. Dann sagt, das ist ein Gebiet, da bin ich jetzt nicht so fit drin und das ist auch völlig normal und das ist völlig, völlig in Ordnung und da wird euch auch keiner für den Kopf abreißen, denn niemand ist allwissend und niemand kennt sich bei allen Themen aus und das ist völlig, völlig normal, wenn man da auch so ein paar Schwachstellen hat. Und das dann zuzugeben, da gehört auf jeden Fall auch was dazu. Also alles in allem kann ich sagen, Karl, geil, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geflasht von dem ganzen Ding und es fängt hier fast ein bisschen an zu regnen, deswegen bewege ich mich schon mal in Richtung Straßenbahn, aber ich will nochmal als Fazit sagen, Leute, das war so gut, vorher war ich ein bisschen skeptisch, so, was das so für ein Typ ist und wie das so ist und so weiter, aber jetzt, ich muss echt sagen, nice. Ich bin ein Fan auf jeden Fall. Ich werde das weiter verfolgen, was er macht. Ich kann euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen, auf seinem Kanal vorbeizugucken. Vielleicht für die 2,5 Leute, die ihn jetzt noch nicht kennen. Ich packe mal in die Videobeschreibung den Link zu seinem Kanal. Er hat einen Kanal rund um Fitness. Das habe ich jetzt bisher noch nicht so verfolgt. Aber er hat auch einen zweiten Kanal, der auch mittlerweile, ich glaube, 80.000 Subscriber hat oder sowas, wo er halt zum Thema Business spricht, wo er Bücher vorstellt, wo er solche Mindset-Geschichten bespricht, wie man einfach erfolgreich wird. Und das, muss ich sagen, ist echt geil. Er ist außerdem mit einer sehr, sehr positiven und sehr, sehr geilen Energie unterwegs. Und deswegen muss ich sagen, sehr, 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 sehr geile Nummer. Danke. On the road.
suburbs of London. Cool, what a sight. Yeah, what a day I have ahead of me. So much work to do. I gotta play a show. Alter Vater, ich muss echt nochmal sagen, das war ein richtig geiles Event. Also ich muss sagen, vorher war ich ein bisschen skeptisch, was er so für ein Typ ist auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, KS, er hat's drauf, er hat's richtig, richtig drauf. Also ich bin geflasht von dem Ding. So, ich bin wieder zu Hause. Zwischendurch ist mir jetzt leider der Akku von meinem Handy abgekackt. Deswegen konnte ich gar nicht mehr weiterfilmen. Aber ist auch eigentlich gar nicht mehr viel Spannendes passiert. Ich war jetzt noch ganz kurz einkaufen. Zack, Champignons, Feldsalat, Brokkoli, Paranüsse, fette Ladung Spinat. Auf jeden Fall, der Gemüsestore ist wieder aufgefüllt und jetzt mache ich mir ein leckeres Pesto mit Gemüse. Ja, das ist eigentlich fast meine erste richtige Mahlzeit des Tages. Ich habe vorher nur während des Events so ein bisschen genascht, irgendwie so ein paar Pfirsiche und ein bisschen Tomate, ein bisschen Sellerie und so weiter und ein Apfel. Und jetzt gibt es endlich was Richtiges zu empfinden. Fütterungszeit. Zack, zack. Wie sieht gut aus? Die Farbe ist der Hammer. Ich habe jetzt Basilikum-Spinat-Pesto. Paranüsse, das schmeckt richtig, richtig gut. Nebenbei habe ich mir gerade mal wieder so ein bisschen was vom aktuellen Hörbuch von Robert Greene, Mastery, reingezogen. Und ich hatte gerade einen Punkt, wo ich sage, ne, damit kann ich überhaupt nicht übereinstimmen. Und zwar Robert Greene, ansonsten das Buch ist phänomenal auf jeden Fall. Ich habe schon richtig viel Neues gelernt, werde ich dann natürlich, wenn ich endlich damit fertig bin, das auch in einem Video präsentieren. Aber was er gerade rausgehauen hat, ist, wenn du irgendwo am Arbeitsplatz bist, wenn du in irgendeinem Umfeld bist, dann soll man sich mit seinen Ideen zurückhalten und seine Meinung so ein bisschen zurückschrauben, um sich halt nicht angreifbar zu machen und um auch zu gewährleisten, dass andere Leute nicht deine Ideen klauen und sie dann als ihre verkaufen und dann die Lorbeeren einstreichen. Und da muss ich ganz klar sagen, stimme ich nicht überein. Denn ich sehe nicht besonders viel Wert darin, sein Licht so unter den Scheffel zu stellen und sich so ein bisschen irgendwie da so klein zu machen, denn es ist halt einfach mal ganz klar, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ideas are worthless, execution is what matters. So, es ist ja schön, wenn jemand dir deine Idee wegnimmt, aber letztendlich muss er sie immer noch umsetzen. Und wenn derjenige sie besser umsetzt als du, dann finde ich es eigentlich sogar ziemlich fair, dass derjenige die Idee als seine eigene verkauft, weil er halt die Arbeit geleistet hat, die du nicht hättest leisten können. Und wenn du die Idee besser umsetzen kannst, dann ist es egal, wenn er die Idee auch hat, weil dann setzt du sie einfach auch um und du machst es besser als er. Also dieses Ding, dass alle Leute immer so auf ihre Ideen irgendwie stolz sind, dass finde ich es eigentlich ziemlich, ziemlich überbewertet. Es kommt letztendlich an, wer diese Ideen auch in die Welt hinaussetzt. Deswegen halte ich nichts davon, sich da irgendwie zurückzuhalten. Ja. Wie auch immer, es gibt jetzt erstmal Essen. So, aufgegessen. Ich bin voll, ich kann nicht mehr. Den Rest gibt es dann heute Abend oder morgen. Nebenbei habe ich mir jetzt gerade, ihr habt gerade ganz schön kurz gesehen, ein Video von Karl reingezogen. Es geht 26 Minuten. Und ich muss echt sagen, nice. Sehr, sehr nice. Er hat viel, viel von seiner persönlichen Story reingehauen, wie sich das bei ihm entwickelt hat. Er hat gesagt, als er angefangen hat mit YouTube, hat er das vorrangig gemacht, um Kohle zu verdienen. Das war sein Plan. Und jetzt merkt er halt, wie es sich wandelt und wie es eigentlich viel, viel geiler ist, irgendwie Nachrichten zu bekommen. À la durch deinen Channel hat sich in meinem Leben super viel verändert und jetzt kriege ich irgendwie endlich alles auf die Reihe und mache das, was ich will. Das sorgt einfach für viel mehr langanhaltende Erfüllung, als sich irgendwie einen Ferrari zu kaufen, der dann nach zwei Wochen irgendwie schon gar nicht mehr geil ist, wo man dann wieder den nächsten braucht. Also ich packe mal in die Videobeschreibung den Link zu diesem Video für alle Leute, die so ein bisschen skeptisch ihm gegenüber sind. Zieht euch das mal rein. Ich war ja auch vorher nicht so der Überfan und jetzt aber heute durch den Workshop war ich jetzt ein bisschen inspiriert, das Video zu gucken und ich muss sagen, gefällt mir auf jeden Fall gut. Boah, wie krass, es ist jetzt schon 8:30. Es ist jetzt so schnell die Zeit voran. Ich habe jetzt, glaube ich, weiß nicht, irgendwie 4-5 Stunden an meinem Laptop gesessen und einfach Dinge gemacht. Und ja, super produktiv gewesen auf jeden Fall. Viele, viele Kommentare, Nachrichten, Messages, Pläne und so weiter. Es läuft sehr, sehr, sehr gut und ich möchte vielleicht an dieser Stelle nochmal den Hinweis geben. Mir ist so der Einfall gekommen, nicht, dass ich irgendwie durch die Tomatenshow so ein bisschen ein falsches Bild vermittle, was denn eigentlich so den ganzen Tag bei mir abgeht, denn ist ja logisch, ich filme größtenteils während der Szenen, wo irgendwie was Spannendes passiert und wenn ich jetzt einfach hier den halben Tag am Laptop sitze, dann filme ich natürlich nicht so viel, weil was soll ich denn da auch filmen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, als digitaler Tomatennomad ist man den ganzen Tag nur unterwegs und hockt sich irgendwie jeden Tag ein Stündchen ans Laptop und antwortet auf ein paar Nachrichten und das war's.
sondern es ist schon auf jeden Fall immer noch der Großteil. Also in letzter Zeit, ich arbeite eigentlich fast irgendwie mehr denn je, dadurch, dass ich irgendwie auch noch jede Nacht mich 2-3 Stündchen an das Video setze, bin ich locker jeden Tag bei, keine Ahnung, alles zusammengerechnet, 8-10 Stunden fast jeden Tag die Woche. Also nicht, dass ihr denkt, da irgendwie, man chillt die ganze Zeit nur auf coolen Events und so. Das gehört natürlich auch dazu und ich filme während diesen Events natürlich am allerliebsten, weil das für euch am spannendsten ist, als wenn ich einfach die ganze Zeit nur da sitze. Aber nur mal so als kleine Einordnung vielleicht. So, Ende mit Arbeit, jetzt gibt's Abendessen. Es gibt das gleiche, was ich gerade auch schon gegessen habe. Einfach Gemüseteller mit dem guten Basilikum-Spinat-Pesto, was ich mir gerade schon gemacht habe. Ich liebe es einfach, solche Dinge so einfach wie möglich zu machen. Ich muss mir jetzt nur noch ein bisschen Gemüse auf den Teller legen und fertig kann ich essen. Und dann mache ich mir nämlich noch, ich mache heute irgendwie mal so, keine Ahnung, verkehrt rum Tag. Ich habe nämlich gerade Bock auf einen grünen Smoothie zum Nachtisch. Das war vom Food Combine natürlich alles andere als optimal. Das fettreiche Pesto und dann später den Smoothie zum Nachtisch. Aber ich werde ja nach dem Abendessen erstmal das Video schneiden. Das dauert bestimmt irgendwie wieder 2-3 Stündchen. Und bis dahin bin ich da schon ganz gut dabei. Und bevor ich mir das allerdings jetzt mache, gibt es natürlich die Frage des Tages. Deswegen packe ich den ganz kurz mal hier. Zack. Frage des Tages kommt heute von lieben Esther. Ich habe die schon eigentlich bei YouTube beantwortet. Aber ich möchte sie ganz gerne nochmal hier reinnehmen, weil das in letzter Zeit schon öfter aufgekommen ist. Und zwar, wir haben ja in letzter Zeit so ein bisschen, ich merke das so seit der DNX, so in den letzten 3 Wochen gab es nochmal so einen richtigen Boost und wir sind noch viel, viel mehr Tomatennomaden geworden, was mich übrigens sehr, sehr freut. An dieser Stelle nochmal ein richtig geiles Willkommen an alle, die jetzt recht neu dabei sind. Und da kam jetzt schon öfter mal die Frage, warum heißt es denn eigentlich Tomatennomaden? Was hat es denn mit diesen ganzen Tomaten immer auf sich? Und das möchte ich jetzt nochmal kurz erklären. Im Prinzip ist es eigentlich ganz simpel. Digitale Tomatennomaden setzt sich zusammen aus, digitale Nomaden, also Leute, die die ganze Zeit in der Welt umherreisen und ein Online-Business haben und ortsunabhängig sind und zeitunabhängig sind und coole Dinge machen mit dem, was sie lieben, Geld verdienen. Und auf der anderen Seite, Tomate kommt von vegan. Leute, die den ganzen Tag Tomaten und Pfirsiche und Spinat und Brokkoli, am besten roh, ne, mampfen. Und so simpel ist es eigentlich auch. Ich will Leuten zeigen, wie sie mit ihrer eigenen Leidenschaft für leckeres Essen, für leckere vegane Speisen auch ein Online-Business aufbauen können. Klar, der Channel ist natürlich auch für Leute, die jetzt mit ihrer Leidenschaft für Yoga oder mit ihrer Leidenschaft für, keine Ahnung, Kräutersalz abfüllen oder was auch immer es ist, ein Online-Business aufbauen können. Das geht natürlich auch, klar, aber ich fokussiere mich ganz klar natürlich auf die Leute, weil ich denen am besten selbst weiterhelfen kann. Das ist mein eigener Breakdown mit dem Rohkost-1x1-Blog. Ich packe mal in die Videobeschreibung den Link zum Blog, den ich aufgebaut habe, einer der größten deutschsprachigen Rohkost-Blogs für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Das ist mein Background und die Erfahrung, die ich auf dem Weg gemacht habe, die möchte ich halt jetzt weitergeben und euch zeigen, dass es sowas von möglich ist, so einen richtig geilen Food-Blog aufzubauen oder in YouTube Kanal zu dem Thema, der einfach die Welt verändert, der richtig vielen Menschen hilft und mit dem man letztendlich auch ein Business starten kann. Danke nochmal für den Reminder, Esther. Cool, dass ich das, dass du das nochmal ganz kurz angesprochen hast und so habe ich das nochmal ins Video gepackt, weil es ist jetzt schon ein paar Mal gekommen und so wissen jetzt auch alle, die neu dabei sind, Bescheid, warum es digitale Tomatennomaden heißt. So, das ist jetzt schon mal mein grüner Smoothie für morgen. Und wenn ihr euch wundert, hä, warum ist der so klein? Das ist nur 0,6. Das ist hier der mitgelieferte Behälter von meinem Mini-Vitamix. Morgen früh treffe ich mich in Hamburg mit ein paar von der coolen Tomatenbande. Und zwar mit Jill und mit Juliane und mit Dave und mit Zollbeck. Und dann gehen wir im veganen Brunchen. Und deswegen brauche ich nur einen kleinen Snack für morgen früh. Ich muss morgen schon richtig zeitig aufstehen. Damit ich morgen schon mal so einen Grundstein lege, bevor ich dann ins Fressen gelange, gibt es dann morgen früh schon mal den kleinen grünen Smoothie. So, noch einen kleinen abendlichen Spaziergang. Ich war jetzt gerade so lange drin, ich hatte jetzt gerade mal Bock auf frische Luft. Gehen wir jetzt hier noch 10 Minuten raus, höre ein bisschen Hörbuch, dann gehe ich rein und werde Mampfen. That and that. Gleich wie vorhin. Richtig lecker, richtig gut. Ich liebe es. Dazu gibt es abendliche Lektüre. Ask Gary Vee Show Nummer 105.
Und Klassiker kennt ihr alle. Casey Neistats aktuelles Video kennt ihr auch alle. Und noch was Neues habe ich am Start. Zack, Live Junkies. Das sind Dave und Pia. Richtig, richtig cool. Wir haben jetzt gerade einen neuen Kanal aufgemacht über rohköstliche Rezepte. Und die Videos sind halt einfach so schön. Und die beiden sind halt einfach so solche Schätze und wundervoll. Ich packe euch alle drei Links zu allen drei Videos unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch reinziehen. Sind alle von mir approved. Also beziehungsweise ich habe sie ja noch nicht geguckt. Aber ich weiß, dass sie geil werden. Aufgemampft. Ich bin übrigens sehr stolz auf mich. Es ist vor 11 und ich fange an mit dem Video. Nice. Seriously? Ich habe einfach mal 46 Minuten Videomaterial. Alter, wie soll ich das auf eine vernünftige Länge runterkürzen? Naja, ich gebe mir Mühe. Und wenn es nicht klappt, kriegt ihr einfach eine nette Geschichte, eine nette Gute-Nacht-Geschichte. Okay, ringfrei. Mal gucken, wie lange ich brauche. Fertig. Fertig. Außer diese Szenen, die muss ich jetzt noch ranballern. Es ist auch inzwischen 1.12 Uhr. Heißt, 2,5 Stunden habe ich wieder gebraucht. Schneller als gestern auf jeden Fall. Gestern habe ich weit über 3 Stunden gebraucht. Aber ist jetzt auch erst mein zweites Video mit Adobe Premiere. Ich habe mich sehr gefreut über euer Feedback gestern, dass das Video gestern voll cool war, obwohl es das erste Mal war, dass ich das mit dem neuen Programm geschnitten habe. Das freut mich riesig. Der Ton war ein bisschen ätzend, weil ich da ein paar falsche Einstellungen gemacht habe. Das habe ich jetzt heute besser gemacht. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr es findet, ob es irgendwie jetzt alles alright ist. Und ja, ich denke mal, wenn ich da noch ein bisschen weiter trainiere und mit Adobe Premiere noch sicherer werde, dann schaffe ich es echt in Zukunft so 1,5, 1,75 Stunden. Und das wäre eine super Sache. Das habe ich vorher auch immer geschafft über die App. Und ja, liebe Leute, Bombentag. KS, richtig cooler Typ auf jeden Fall. Ich fand ihn super sympathisch, super, super inspirierend. Haut mir gerne mal unten einen Kommentar rein. So, was denkt ihr denn zu meinen 3 Learnings? Ist da was für euch dabei auf jeden Fall? Habt ihr vielleicht auch noch was? Noch ein weiteres Learning, was ihr so persönlich von KS gelernt habt, haut es mir gerne mal rein. Wir sehen uns morgen. Ich muss jetzt schon in 6 Stunden wieder aufstehen. Aber das wird cool. Morgen brunchen mit den ganzen Tomaten. Das wird auch sehr, sehr cool. Morgen geht's ab nach Hamburg. Gerne wieder einschalten morgen. Wir sehen uns. Lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Peace.